Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Schlacht, zu einem weiteren Kampf zwischen Stan und Fantix und, oder Fantix. So, Fantix ist am Start mit der Fallschirmpanzer Hermann Göring und Stan mit der Second New Zealand auf roter Seite. So, über die Karte brauchen wir wieder mal zu erwähnen. Die zwei extremen Hotspots werden höchstwahrscheinlich hier unten sein und hier oben sein. In der Mitte ist es halt relativ gefährlich, irgendwelche weiteren Truppen zu haben. Simpel aus dem Grund, weil das mitten im Tal liegt und man von allen Seiten, man sieht es hier, immer irgendwie behakt werden kann. Das will man natürlich vermeiden, deswegen in der Mitte ein bisschen Häuserkampf wird wahrscheinlich dabei sein. Allerdings von allen Seiten können Truppen dazukommen und dort unterstützen. Deswegen sehr, sehr gefährlich. Aber drumherum sollte eigentlich echt viel möglich sein. Ja, so, Fantix startet mit ein paar Spähwagen 233. Hier oben noch einer. Ein Marder 1, was mich immer freut, einen Marder zu sehen. Mehrere Infanteristen, wer hätte es gedacht, Sturmpioniere auch dabei. Und ein Flammenpanzer. Ah, da sind wir gespannt. Also hier werden noch ein paar weitere Truppen aufgestellt. Kommen wir hier hin, noch ein Flammenpanzer. Flammenwerferinfanterie, noch der Spielwagen 231. Das war auch klar, dass da noch einer dazu kommt. Hier oben auch noch ein Spähwagen, Flammenwerferinfanterie. So, Ersatztruppen kommen direkt am Anfang zum Einsatz. Die natürlich nicht allzu kampfstark, aber sehr gut zum Sondieren von irgendwelchen Truppen des Gegners. Und dann kann man mit den eigenen Truppen dort etwas besser agieren. Was nebenbei natürlich noch auffällt, ist, dass Stan 125, also die Flatline hat. Und Fantix eine 110, 135, 155 aufweisen kann, was ins Late eigentlich so ein bisschen rein möchte. Punktemäßig hat ab Phase B Fantix schon die Nase vorn. Gucken wir mal, wie sich das dann im Spiel auch ausmünzen lässt. Hier hat Stan Sherman 3 direkt ganz vorne weg. Dann ein paar Scopes, die ja auch mit dem Sniper daherkommen, oder? Ja, das sind die Griechen. Die kommen auch mit dem Sniper daher. Ein bisschen Infanterie, die Maori waren ja auch ganz gut bei dem ersten Kommentar, den ich gemacht habe. Diggers Leader zum Buffen der Infanteristen. Diggers Piat ist im Moment in der Mitte, nur einer. Der wird wahrscheinlich schon noch eins oder zwei Unterstützungen bekommen. So, dann der Maori Scout. Die sind auch vertreten. Sherman 3 Command mit dabei. Und ein 17-Fünder möchte aufs Feld. Ja, geht auch schon aufs Feld. Es geht schon los. Das ist echt tatsächlich unten im Dorf nur Diggers Piat. Das ist natürlich recht wenig. So. Oben auch nochmal ein Sherman 3, Stackhorn 2 und Sniper. Beziehungsweise Sniper und Scouts in dem Sinne. Am Start. So, wo kommen wir zu den ersten Kampfhandlungen? Man sieht hier, Fantix hat in der Mitte tatsächlich ein größeres Aufgebot an Land gebracht. Das möchte Stan gar nicht groß. Der möchte dort nur seinen einen Truppen rein haben. Dafür hier in dem oberen Mittelfeld ein größeres Aufgebot von Stan. Ja, die Flammenpanzer müssen natürlich jetzt erstmal beiseite geschafft werden. Man weiß ja, dass hier entweder eine Panzerabwehrkanone oder irgendwas anderes, was Panzerung abschießen kann, auf einen lauert. Man möchte jetzt mit der Infanterie und den Scouts erstmal gucken, aussondieren, wo sind die gegnerischen Truppen, um dann eventuell mit dem Marder so einzelne Schüsse kurz drauf zu machen. Dann der Flammenpanzer hier macht sich gut, der kann nämlich durch dieses Feld relativ schnell durch. Oh, ein Wolverine direkt hier unten, okay. Die Scouts dürften das Fahrzeug hier sehen.
kommt es hier zu den ersten wirklichen Kampfanfang. Also er stürmt weiter nach vorne, er möchte hier Druck aufbauen, sehr gut. Hier ist es schwierig, über das offene Feld zu kommen, auch wenn die Flammenwerfer nicht meistens direkt entdeckt werden. Aber es wäre echt sehr einfach, das Gebiet zu erobern. Man sieht auch an dieser Kante hier eigentlich, dass man hier relativ wenig Gegenwehr hat. Also es wäre eventuell lohnenswert, also 100% kann man das nie genau sagen, das geht gar nicht. Aber es wäre eventuell lohnenswert. So, Piat haben auf den Flammenwerferpanzer geschossen. Der hat seinen Schreck bekommen, hat aber auch den Diggers ein bisschen wehgetan. Die Sturmpioniere rücken hier nach. Hier oben ist auch ein langsameres Rantasten. Alles sehr taktisch ausgelegt. Hier könnte es ein böses Überraschen geben auf Seiten von Pentix. Ja, die Truppen sind jetzt natürlich auf offenem Feld. Das heißt, für jedermann sichtbar. Was tut sich hier unten? Der Sherman und der Spähwagen haben sich gesehen und der Sherman ist der Sieger. Jetzt sieht man ihn dann nochmal richtig hübsch, der Kleine. So. Das bedeutet, der Spähwagen hat dann leider ein übles Ende gefunden. Wenn er Pech hat, werden die Piat-Einheiten hier unten den Flammpanzer zuerst anschießen können, als umgekehrt. Dafür ist Pentix in der Mitte ordentlich durchgepusht, hatten ja auch nur einen Infanteristen als Verteidigung. Nein, jetzt noch das Stück fahren. Es kommt ein Sherman 3 als Verstärkung daher. Es ist natürlich, muss man so sagen, bis auf den Spähwagen 233 wenig panzerbrechend hier. Und der Sherman hier hat den Flammpanzer gesehen. Oh, der ging gerade so daneben. Jetzt feuert er auf die Infanteristen, die Flammenwerfertruppen. Aber dort passiert erstmal noch nicht so viel. Wo viel passiert, ist hier. Die Infanteristen werden hier langsam überrannt. Die Flammenwerfer hier sind in Schockstarre. Da passiert nicht mehr viel. Die werden wahrscheinlich gleich sterben. Ja, da sind sie down. Die Pioniere hier hat es leider auch erwischt. Ich glaube, die Mauern, die waren das. Spähwagen 231, den Lynx auf dem Korn, aber gegen den Sherman 3 Command wird er das Nachsehen haben und explodiert. Die Maori jetzt auf dem Vormarsch, um in dieser Siedlung Fuß zu fassen, werden aber direkt vom Panzer 4 begrüßt. Ja, Kanone schlägt hier ein, der Infanterist ist wieder weg. So, aber der Panzer hier hat auch hier oben noch ein paar Gegner entdeckt. Das hier ist halt immer ein bisschen riskant. Wie gesagt, Panzerabwehreinheit der Infanterie kann ihn halt relativ schnell ausschalten. Ne? So, die Maori haben jetzt die Gebäude gefasst. Die Ersatztruppen sind halt echt extrem scheiße da drin, Stellungen zu halten. Jetzt der Panzer 4. Hat Infanteristen entdeckt, dürfte aber gleich den Sherman sehen. Oh, da ist die Rüstung abgeprallt. Panzerung. Boah, nochmal abgeprallt. Den Sherman hat es erwischt, soweit ich das sehe. Ja, den Sherman hat es erwischt. Ging ein bisschen runter, weil das Symbol hinter dem Maori verschwunden ist. Also der Panzer 4 kann hier den Vorstoß ein bisschen zurückhalten, während weitere Ersatztruppen an Land gekarrt werden. Hier oben die Flagge natürlich bald in Bedrängnis. Die möchte sich Stan natürlich krallen. Was er sich auch krallen möchte, ist Infanterie.
Nur welche ist die Frage? Also das Flugzeug ist schon auf dem Feld. Wohin will er denn? Wohin will er? Hat er jetzt ein Ziel? Oder kreist er nur? Ne, der kreist nur. Ja, dann müssen wir darauf noch ein bisschen warten. Hier hat sich gar nicht so viel getan, bis auf die Diggers hier unten das Fahrzeug zerstört haben, wie ich es erwähnt habe. Und der Dings wurde zerstört, der Marder 1. Leider, leider. Ich mag die Marder halt, ne? Ja, das ist das Gefährliche mit den Ersatztruppen. Die sind halt gut, um Masse aufzubauen, aber an Klasse fehlt es ihnen halt trotzdem. Diesen Wald möchte man natürlich schon noch irgendwie halten. Hier haben sich jetzt aber auch die Infanteristen von Stan schon festgesetzt, weil das sind die falschen Truppen, die hier sind. Nichts gegen die Truppen selbst, aber man braucht halt panzerabwehrende Truppen. Und die hat er einfach nicht. Ja, die Truppen gehen jetzt nach vorne. Maori vorne weg. Machen erstmal Begrüßung mit den Sturmpionieren. Werden jetzt direkt ins Feuer geraten. Aber selbst gehen sie drauf. Na komm schon. Komm schon. Ein Schuss. Oh nein. Sehr unglücklich. Die Maori überleben tatsächlich. Der Panzer 4 hier oben hat 1, 2, 3. Leider wenig Druck. Manchmal ist hier so unglücklich. Da kommt die Spitfire an und lässt die Bomben auf die Sturmpioniere los. Die sind jetzt in Schockstarre. Und Sherman könnte jetzt schnell hier hinfahren lassen, noch nach vorne, um Sturmpioniere und Ersatztruppen zum Aufgeben zu zwingen. Aber es würde auch so gehen. Ist halt die lange Variante, sagen wir so. Hier oben, die Häuser wurden von den Maori zurückerobert. Und es hat ihn aber sein Panzer 4 gekostet, der hier war. Hartes Stück. Weiterer Rückschlag für den guten Fenix, der hier leider mit den Flaggen mittlerweile im Nachteil ist. Vor allem wegen der Flagge hier. Die Sniper hier haben die Sturmpioniere hier auf dem Korn und werden leider von niemandem geschossen, also werden nicht bestraft dafür. Sturmpioniere noch ein Mann da. Ah, jetzt kommt der erste Schuss vom Panzer 4. Sofort werden sie weggezogen. Sehr gut. Die Ersatztruppen auf offenem Feld werden beschossen von den Spandau HMG und den Diggers. Da wollen sie nicht sein, sind auch sofort auf dem Rückzug. Weitere Ersatztruppen sind auf dem Weg. Im besten Fall aber eigentlich ja entweder da ausladen oder hier unten ausladen, hier unten drüber kommen. Ich glaube, die könnten zusammen die Diggers und die Sniper hier erledigen. Ja. Der Sherman ist hier natürlich relativ gut durchgekommen. Also A, wegen dem Flugzeugangriff und B, weil wir keine Waffen in dem Dorf haben gegen Panzer. Die geben nicht auf, was? Das ist hart. Ja, die kämpfen bis zum letzten Mann. Also kämpfen jetzt nicht, weil Leute in Schockstarre schießen nicht zurück, aber sie halten durch bis zum letzten Mann, sagen wir so. Dann passt es noch besser. Hier ein weiterer Vorstoß ist der Count. Ist der. Wie weit kann der Panzer 4 reingucken? Oh. Eigentlich? Wieso sieht ihr den nicht? Das ist jetzt aber echt seltsam. Das war ein Stackhound. Kommt der zweite Stackhound auch? Ja. Das wundert mich jetzt allerdings wirklich, dass der Panzer 4 den nicht gesehen hat. Aber der war wahrscheinlich in die falsche Richtung gedreht und das ist ja alles sehr eingeschränkte Sicht beim Panzer 4. Oh, der erste Willi ist draufgegangen, der zweite Willi, wenn er Pech hat, kommt auch nicht an. Doch,
Also er kommt, da kommt eine Spitfire und übelst. Nicht, dass die Engineers hier noch trotzdem großartig was reißen können. Oh, doch. Das Nachbrennen in dem Haus hat dafür gesorgt, dass die Pioniere trotzdem draufgegangen sind. Ja, natürlich echt richtig blöd für ihn. So, die Digers hier werden schnell ausgepackt, die natürlich eigentlich nach vorne haben. Werden aber währenddessen geschossen. Na, der Stackhound denkt sich jetzt auch, kann man die Panzergrenadiere auf die schießen wir jetzt. Das will ich hier langsam unter Druck, auch wenn die echt gutes Gegenfeuer geben. Drei der Gegner sind in Schockstarre, beziehungsweise einer davon ist auf Rückzug. Der Ladeschütze hier ist verwundet. Diese Panzergrenadiere sollte man langsam nach hinten ziehen. Kriegen nicht mehr viel. Der Stackhound denkt sich, oh cool, Kettenfahrzeug, ich glaube, das nehmen wir uns. So kann man beide sehen. Und das Kettenfahrzeug denkt sich, oh, Infanterie, die nehmen wir uns. Ja, ist aber dann hiermit in Geschichte. War aber, glaube ich, sogar die Flugschirme. Ganz sicher. Ja, hier unten an der Front tut sich nicht so viel. Es wurden ein paar Truppen nachgezogen. Artillerie 25-Fünder steht. Der 17-Fünder Anti-Tank steht auch. Damit wird der Marder. Oh, der Jagdpanzer! Okay. Der Jagdpanzer ist zuerst draufgegangen. Jetzt der Marder. Hart. Echt hart. Und Entschuldigung für den Cut, aber das liegt daran, dass irgendwie Steel Division kurz auf meinen Desktop gesprungen ist und ganz allein, ich habe nichts gedrückt. So, der Sherman 3 kann dadurch natürlich jetzt erstmal etwas ohne Druck nach vorne fahren. Es fehlt halt ein wenig, abgesehen von den Panzern und den Jagdpanzern und den Mardern, die er hat, fehlt es trotzdem an Antipanzer-Einheiten. Hier oben der Wolverine hat eine Grille als Gegner, nur die Grille ist aber ganz schlecht gegen Panzer. Au, das tut so weh, das tut so weh. Nach und nach verliert er hier die ganzen Truppen. Die Ortschaft ist arg in Bedrängnis. Ich weiß nicht, wie ist die Sichtweite? Der Wolverine hat es nicht, aber die Spitfire sieht die Grille. Ist aber noch davon gekommen. Die ist nur unter Druck gesetzt. Der Wolverine fährt jetzt natürlich nach vorne. Wird nachgezogen, seine ersten Infanteristen sind ja schon in der Ortschaft drin. So, der Wolverine hier hinten, ja, der hat halt Urlaub, ne? Es wäre eventuell eine Idee, den Jagdpanzer hier nachzuziehen, der jetzt gerade auf die ersten Engineers schießt. Wird jetzt auch zurückgezogen. Die 17-Fünder schießen nämlich auf ihn. Man möchte natürlich vermeiden, dass der Jagdpanzer, der natürlich schon nicht das günstigste Modell ist, kaputt geschossen wird. So, nochmal in Sicherheit gebracht. Hinter dem Haus sehr schnell reagiert, schön reagiert. Hier unten die Siedlung hat sich des Shermans erledigt. Allerdings ist Fantix komplett wieder zurückgeworfen. Ein Hermann Göring Pioniertrupp versucht es nun. Geht nach vorne, wird auf die ersten Gegner. Oh, die sind Gentleman Agreement mäßig unterwegs. Gerade so außerhalb ihrer eigenen Reichweite, um den Gegner zu sehen. Dichter Wald ist halt ein dichter Wald. So, Artilleriefeuer von der 25-Pfünder, um hier auf die Pack Druck aufzubauen, beziehungsweise hier generell so auf die ganze Siedlung. Und ja, der Vorstoß wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Panzer T-34 ist hier und ich habe gerade es gesehen aus den Augen heraus.
Die Spitfire war wieder unterwegs und hat A, die Ersatztruppen, aber was viel härter wiegt, den Jagdpanzer 4 erledigt. Die Truppen konnten noch schnell genug raus, sollten aber jetzt eigentlich, wenn es geht, einen Aufschub suchen. Der Sherman 3 hier hinten wurde bestellt und ein Wolverine 4, der auf der Agenda dieses Panzer 4 und Panzer 4D. Boah. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Er verliert sehr unglücklich leider seine Panzer. So, jetzt der Panzer 4 steht eigentlich kurz davor, ihn aufs Korn nehmen zu können. Muss halt noch um die Hausecke rum, möchte er ja aber auch nicht ganz, weil hinten ein, ich glaube das war eine 17-Pünde, da steht. Panzer 4 wird jetzt auch noch von unten beschossen, vom Sherman und der Wolverine. Oh, der Sherman hat den erledigt, aber der Wolverine wollte jetzt eigentlich nach vorne. Der geht jetzt natürlich ganz schnell wieder nach hinten, weil er gemerkt hat, ich glaube, dass wir irgendwie verlieren, ja. Der schlafende Wolverine ist aufgekreuzt. Ja, der schlafende Wolverine ist endlich aufgekreuzt. Hier unten gab es glaube ich noch ein paar Luftangriffe. Hier den Pionier hat es jetzt leider doch verrecken lassen. Die Ersatztruppen sind das am Machen, was sie am allerbesten können, nämlich rückwärts laufen. Und hier hinten kommen schon die nächsten Panzergrenadiere und eine Ersatztruppe ist noch da. Mit den Wagen zusammen könnten sie wahrscheinlich den Infanteriedruck hier ein bisschen zurückdrängen. Er ist ja noch nicht weit hinten. Er ist zwar von den. Oh, hier ist nochmal ein Panzerduell, das der Panzer 4 gewonnen hat. Jetzt darf er nicht zu weit nach draußen. Zwei Shermans, einer als Command, warten dort schon auf ihn. Aber trotzdem gute Ausbeute. Er hat einen Wolverine bekommen, er hat zwei Wolverines bekommen und einen Sherman 3. Also ordentlich. Dieser Panzerschütze darf stolz auf sich sein. So, die Sicht ist natürlich jetzt noch gerade gesperrt. Ist seine Panzerung denn noch okay? Ja, und seine Panzerung ist auch noch okay. Also dieser Panzer 4. Er hat den Stan das Fürsten. Der Panzer 4 ist natürlich jetzt am Schießen. Und zwar. Achso, nach unten, okay. Ach, hier sind noch ein paar Infanteristen, die jetzt endlich diese Häuserreihe hier als neuen Frontlinienabschnitt haben möchten. Eine Pack 40 steht zwar bereit, aber schießt halt auf die Infanteristen. Will man jetzt nicht so. Was wichtig ist, ist der Sherman. Und da kommt eine Spitfire angeflogen auf den Panzer 4. Aber das ist nicht nur ein Panzer 4-Kommandant, das ist der Panzer 4-Kommandant hier. Also kein Kommandant, aber Panzer 4-Fahrer. Der denkt sich, nope, mit mir nicht. Ich bleib eisern. Die Pack. Und der Sherman gewinnt mit einem Schuss die Pack tatsächlich. War aber auch schon durchdrungene Rüstung, muss man sagen. Die Spitfire geht jetzt noch ein bisschen versuchen, Unterdrückungsfeuer auf die Pack auszuüben. Flugzeuge sehe ich ja noch nicht so wirklich viel von. Oh, das ist natürlich echt tödlich, die Spitfire FRMKXC. Ist natürlich gut zum Scouten, um genau solche Packs zu erkennen. Und gleichzeitig kann sie solche Stellungen dann auch angreifen. Ich sehe noch nicht von Fantex
allzu viel, was Flugzeuge betrifft. Flugabwehr hat er eigentlich gar nicht zu befürchten. Auf Seiten von Stan, der seine Ersatztruppen hier unten durchgerissen hat. Hier ist man positioniert für den nächsten Angriff. Oh, das Kettenfahrzeug wird wahrscheinlich relativ schnell jetzt drauf gehen. Ich glaube, der Sherman hat sie im Visier. Ne, Sherman schießt. Ach, die Pack hat es geschafft, ne? Ich glaube, das war die Pack. Die anderen Truppen können es eigentlich gar nicht sein. Also die Pack hat es geschafft. Hier die Diggers Piat. Oh, warte mal. Ah ne, das sind die Standardflugzeuge, die immer noch rumfliegen. Hier, dieses Dorf wird hart umkämpft. Es sind aber nur noch eine Diggers Piat übrig. Panzer 4 hat es von unten jetzt doch noch erwischt. Schade, 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 schade. So, Spitfire kommt. Lässt die Ladung raus. Ah, auf die Pack. Ich dachte, das geht hier vorne hin. Ja, die Pack ist damit erledigt. Stan damit ein bisschen weniger in Druck, auf Panzer ran zu karren. Aber dieser Sherman hat das Nachsehen gegen diesen Panzer 4-Kommandanten. Und gerade eben war es ja schon ein Panzerkommandant da. Jetzt ist ein neuer Panzer 4-Kommandant da, dem seine Rüstung aber schon kaputt ist. Gut. Ist halt so. Ein Marder ist jetzt an seiner Stelle nach vorne gerutscht. Der muss aber aufpassen, je nachdem, weil die Sichtweite vom Gegner auf ihn kann relativ hoch sein, je nachdem, wo er positioniert ist. Infanteristen stürmen nach vorne. Ah, dafür ist dieser Punkt leider an Stan gegangen. Hier unten kommen Obliz, also Griechen an, aber die Pack nimmt einen nach dem anderen raus. Ah, muss jetzt Munition wechseln, damit sie auf die Infanterie schießen kann. Und der einzige, der hier denen entgegenstürmt, den Infanteristen, sind Ersatztruppen. Also damit kann man 100% sagen, dieses Dorf geht jetzt erstmal an Stan. Hier in der Mitte tut sich jetzt nachträglich doch nichts. Also wirklich nichts. Schade eigentlich. Hat er sehr schönen Vorstoß gemacht, der gute Fentix, der jetzt mit seinem Panzer T-34 hier hinten noch versucht, ein bisschen was zu reißen. Aber diese Übermacht wird ihm wahrscheinlich einiges kosten, wenn er das zurückerobern möchte. T-34 begibt sich in eine sehr unangenehme Gesellschaft. Gut, das ist jetzt so, der langsam nach hinten. Ah, hat Glück, die sind auf Schockstarre. Bevor seine Reichweite kam für das Piat-System. Weitere Hermann Göring-Pioniere sind auf dem Vormarsch. Ein Panzer 4 hier hinten chillt noch ein bisschen sein Leben. Während hier oben T-34, ne, T-34 steht noch, der Panzer 4 leider Geschichte ist. Drei Wolverines kommen nach, eine 17-Pfünder findet, glaube ich, gleich Gefallen an der Valkyrie. Ne, an dem Marder Gepard. An dem Gepard ist. Nein, er hat seinen Marder auch verloren. Oh Gott, nein. Oh nein, das tut mir so leid. Also sein Marder ist hier auch verloren gegangen. Er schickt jetzt seine Geparts mit nach vorne, um irgendwie Druck auf den Gegner ausüben zu können. Diese werden jetzt aber höchstwahrscheinlich an die 17-Pfünder, ja, an die 17-Pfünder draufgehen. Der Infanterist hier wird auch kein schönes Leben haben, so wie die Walküre hier oben. Das ist echt alles hart, sehr, sehr hart, um genau zu sein. T-34 kommt hier oben neuer nach, aber gegen drei Wolverines wird er wahrscheinlich das Nachsehen haben. Ein Sherman 1B chillt ganz hier hinten in der Ecke noch. Mal gucken, wann der dazugezogen wird. Ja, die Niederlage wird in 6 Minuten wahrscheinlich erfolgen. Wie haben die Ersatztruppen es geschafft, da hinzukommen?
Es ist ein Wunder. Der T-34 stößt weiter nach vorne. Der Sherman, der hier war, ist wahrscheinlich dem Pack zum Opfer gefallen. T-34 und Sherman. Das Duell. Abgeprallt. Oh, dafür haben die Pioniere es nicht überlebt. Abgeprallt auf beiden Seiten. Der Sherman durch seine Verbesserung schneller am Schießen halt. Die Frontpanzerung vom T-34 ist eigentlich besser. Jetzt schießt aber noch die 17-Pfünder auch noch mit drauf. Das ist das Ende vom T-34. Gleichzeitig aber mit dem letzten Schuss den Sherman noch ausgeschaltet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit hier doch nochmal den Punkt zurückerobert. Er hier unten ist nur ein Sniper, der keinerlei Druck auf die Frontlinie ausübt. Deswegen dieser Punkt geht gerade an Fantix. Ja, die Flagge hier geht leider nicht an Fantix. Wo das wahrscheinlich schaffen könnte, ne? Mit dem T-34 von hier oben als Unterstützung. Und hier hat er Pioniere, hier hat er Flammenwerfertruppen, Ersatztruppen. Also ich glaube, er könnte es schaffen, diesen Punkt einzunehmen. Aber macht das mal so einfach. So, Anflug auf die Pioniere, die Bomben fliegen und die Pioniere. So, hier unten die Spitfire schießt auch auf. Nee, tatsächlich umgeändert auf den Panzer T-34. Dem das aber nicht so viel macht, also der hält dem Stand. Hier unten die Sniper sind jetzt nach vorne am kriechen, um zu gucken, wo die Gegner sind. Die Ersatztruppen öffnen das Feuer auf die Obliz. Und damit im Fokus eigentlich nur von den Obliz, ne? Nur die Obliz schießen noch. Ne? Aber das reicht eigentlich schon aus. Der Vier-Mann-Trupp ist nicht mehr stark genug. Hier oben der Gepard, eigentlich für die Luftabwehr gedacht, kann nicht so viel Druck aufbauen auf die Flugzeuge. Ein weiterer Panzer 4H ist am Kommen und hat jemanden im Visier. Okay. Die Walküre zieht sich immer weiter zurück. Also der Walküre-Trupp. Oh, hier unten haben sich die Pioniere ein bisschen nach vorne geschlichen. Sehr schön. Und hier das Piat, oder die Piat-Truppe mit den Pionieren. Die Spitfire kam zu spät. Der eigene Trupp ist schon ausgeschaltet worden. Und die Flak 88 sorgt natürlich dafür, dass der Sherman hier ganz schnell wieder woanders hin will. So, ja, jetzt sind die zwei Punkte nämlich eingenommen. 14 zu 10 jetzt nur noch für Stan. Hier oben der Punkt natürlich jetzt aus der Sicht ein bisschen schwerer wieder einzunehmen. Was fehlt es an ihm? HE, also geschossen für Infanterie, hat er, haben alle drei keine mehr. Ist natürlich problematisch, wenn du genau die Infanterie hier drin hast. Ein weiterer Panzer 4 rollt an. Hier die Kampfhandlung hat auch einige Opfer gefordert. Unter anderem die Pack hat es erwischt. Aber ein weiterer Panzer 4 ist da, um eventuell gegnerische Vorstöße zu unterbinden. Ein weiterer Sherman wieder auf dem Feld. Panzer 4. Oh, gerade keine Sicht mehr drauf. Okay. Artilleriebeschuss setzt wieder ein von hier hinten. Die 25 Pfünder mag diese Ecke natürlich bevorzugt. So, hier oben nicht viel passiert. Infanterie wurde unter Druck gesetzt. Geben jetzt auch auf. Der Panzer 4 hier oben möchte aushelfen. Diese Infanteristen haben alle keine Panzerabwehr dabei. Es wäre ganz gut, ihn schnell hier auf die Straße zu ziehen, um zu unterstützen, auch wenn der Sherman natürlich
der einen Strich durch die Richtung machen müsste. Der Sherman 1B ist aber nur gegen Infanterie. Ja, jetzt drücken die Infanteristen natürlich noch mehr. Man muss es aber auch so sagen, der Panzer 4 kann, also Fentix kann natürlich nicht wissen, dass da nicht auch eine Infanterieeinheit ist mit Panzerabwehr. Alle drei Wolverines drücken jetzt nach vorne und der Sherman auch. Also eventuell möchte man diesen Panzer 4 hier mit alles in der Welt erobern. Ja, ein weiterer Punkt hier geht tatsächlich an Fentix. Oh, der fährt einfach immer weiter. Der Panzer 4 kann gar nicht reagieren, weil er ist einfach weitergefahren. Aber einfach in die Hände der Valkyrie, also das war dann sein Ende. Es war ein sehr mutiger Vorstoß, aber auch ja, ein sehr toter Vorstoß am Ende. Boah, jetzt kommen Flugzeuge an. Mehrere. Zwei Spitfire mit Bomben. Und eine Spitfire zum Scouten. Flugabwehr ist da und sie müssen sich direkt zurückziehen. Nice, die 88er. Die hat sich gelohnt, hier nach vorne zu ziehen. Der Punkt geht auch wieder zurück an Fentex. 13 zu 11 jetzt nur noch. Noch hat er Zeit. 6 Minuten und noch was sind ja erst vergangen. Also er kann es noch retten. Es ist nur die Frage, wie viele Truppen hat er noch in der Hinterhand. Und die Valkyrie, genau, jetzt auspacken, ein bisschen näher rangehen oder mit dem Pionieren vielleicht. Ah, leider zu spät. Leider zu spät. Der Sherman hat es abgesehen auf sie. Obliz sind jetzt hier, um dieses Ausmaß hier wieder einzudämmen. Schaffen sie auch. 16 zu 8 jetzt am Stehen für Stan. Es wird eng für Fentex, sich jetzt daraus zu befreien. Oh, das ist Panzer 4 schießt. Das ist jetzt die Infanterie. Ja, ein Wolverine hat er sowieso schon erwischt. Oha. Hier hat sie Obliz und die Hermann-Göring Ersatztruppen gleichzeitig erwischt. Die Obliz wissen nicht wohin. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wir werden überall beschossen. Mama, ich will hier raus. Ja. Die Wolverine, wie gesagt, ziehen sich auch so ein bisschen zurück. Ein weiterer Panzer 4 ist auf dem Anmarsch. Und auch die Valkyrie-Einheiten. Spitfire ein bisschen am Scouten. Kommt gleich ein neuer Bomberangriff. Wir werden sehen. Hier unten haben auch zwei Spitfire mal wieder ihre tödliche Ladung abgeschmissen. Und, yes, man muss sagen, hat er schön gemacht, er drückt schön nach vorne, weitere Panzer 4 hier, eine 17-Pfünder hier, eine 17-Pfünder hier. Muss man jetzt aufpassen, dass man sich nicht zu weit trennt von seiner Infanterie. Aber er muss ja schnell machen, das ist halt der Nachteil, weil er gerade so weit hinten ist. Deswegen verständlich, dass er seine Panzer 4 da so schnell und weit nach vorne bringt. Das dürfte der Panzer 4 nicht überleben. Nicht aus der Entfernung. Okay. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt nicht schießt. Doch, jetzt. Und jetzt wieder nicht. Jetzt wieder. Ein Schuss ins Heck. Das war's dann für diesen Panzer 4. Auch hier sind alle Gebiete wieder zurückgegangen an Stan. Und hier oben Panzer 4 und zwei Wolverines. Also dieser Panzer 4 hat noch zwei weitere Wolverines mitnehmen können. Costa Quanta, also ziemlich ausgeglichen dann. Sogar zum Vorteil für Fentix. Allerdings, er ist so weit nach hinten gerutscht. Das wird sehr, sehr unmöglich, das aufzuholen in 5 Sekunden. Muss er aufgeben. 3 Sherman, 1B in der Mitte, okay. Ja, da ist das Game rum. Schade für Fentex. Eigentlich mit seinen Panzern sehr gut Druck aufgebaut. Manchmal sehr unglücklich gewesen in den Verlusten, die er da erlitten hat. Aber natürlich auch schön gespielt, muss man sagen, von Stan.
Gut, freuen wir uns auf das zweite Spiel.